Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Mittag wünsche ich dir. Ich muss mal noch mal live gehen hier zu deiner Inspiration. Ich war heute Morgen ja schon live, Nachklapp zur Seelenfreude-Challenge von gestern Abend. Wenn du es noch nicht gesehen hast, unbedingt anschauen, da geht es um dein Selbstbild. Und jetzt möchte ich was mit dir teilen, was du unbedingt weitermachen musst oder weitermachen darfst, damit das Chaos sich weiterhin im Außen zeigt. Hallo, liebe Claudia, schön, dass du dabei bist. Schenk mir doch gern mal ein Herzlein hoch oder einen Daumen, damit ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Und zwar, hallo liebe Elvira, Dankeschön. Und zwar, ich habe gerade ein sehr interessantes Gespräch mit einer Dame gehabt, wo, und ich kenne diese Situation aus meinem früheren Leben nur zu gut, deshalb konnte ich das so gut verstehen. Habe mich da so zurückversetzt gefühlt in mein früheres Leben und vielleicht geht es dir ja auch so. Da gibt es manchmal Situationen im Leben, wo wirklich, wie sagt man so schön, alles Oberlippe, Unterkante oder so irgendwie steht. Also wo man das Gefühl hat, das Fass ist jetzt so übergelaufen. Das ist so eine, sorry der Ausdruck, so eine Scheiße, was da einfach draußen im Außen läuft. So ein Mist. Ich bin umzingelt von Idioten. Keiner versteht mich. Ich habe das Gefühl, ich rede Chinesisch, Balinesisch, Japanesisch, keine Ahnung und keiner versteht mich. Kennst du solche Situationen? Und da ist, was ist denn süßer? Snoopy. Schön, Claudia, danke. Also im Außen hat man das Gefühl, schlimmer, heftiger kann es jetzt nicht mehr werden. Ich gehe total auf dem Zahnfleisch. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht und keiner versteht mich und alles läuft einfach schief. Ja? Also ich kenne das von meinem früheren Leben und vielleicht geht es dir so oder du kennst das aus deinem eigenen Leben oder du hast gerade so das Gefühl, es schlittert jetzt mal wieder in diese Richtung. Ja? Und dann sind wir ja, nur im Kopf. Wir sind ja nur im Kopf unterwegs dann, also außerhalb unseres Herzens, außerhalb unserer Seele und denken, oh, ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt hier alles wieder regeln soll, aber irgendwie muss ich es ja regeln. Irgendwie muss ich es ja regeln. Und so sind wir dann total außer uns und total im Außen orientiert, um da irgendwelche Dinge zu managen und zu regeln, am Machen, am Machen, am Machen. Die Saarländer so schön sagen, am Wursteln. Und was ist letzten Endes? Wir haben weiter das Gefühl, wir sind von Idioten umzingelt und reden Chinesisch und keiner versteht uns. Woran liegt das? Und das ist etwas, was jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu verstehen und zu greifen ist für dich, wenn ich dir das verrate, weil. Als einer meiner Mentoren mir das vor vielen Jahren mal gesagt hat, sorry, da habe ich auch gedacht, ja, schön, danke fürs Gespräch, das war jetzt genau das Richtige, was ich noch gebrauchen konnte. Denn, das ist das Verrückte, dass wir selbst auf eine unbewusste, wirklich auf eine total unbewusste Weise uns diese Situationen erschaffen. Denn du kannst dir das so vorstellen, wie so ein, machen wir mal das Beispiel mit dem Computer. Auf dem Computer ist ein Virus drauf, der da auf unterschiedlichste Art und Weise aktiv ist. Und manchmal funktioniert da was auf dem Computer, aber manchmal funktioniert halt etwas einfach nicht. Und manchmal geht es total daneben und es funktioniert gar nichts auf dem Computer. So, wenn du dann krampfhaft versuchst, diesen Computer in den Griff zu kriegen, eine Word-Datei zu öffnen, mit der Word-Datei zu arbeiten, mit einer PowerPoint-Datei zu arbeiten. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Oder du könntest halt den Computer dann manchmal aus dem Fenster rauswerfen, machst du aber nicht, versuchst ja irgendwie wieder da was in den Griff zu kriegen. Das kann natürlich nicht wirklich funktionieren, weil das Virusprogramm ist auf dem Computer aktiv, mal mehr und mal weniger. Und so ist auch
tief in unserem Unbewussten. Und das ist einfach der entsprechende Unterschied, was auch unser Kopf sagen lässt, nee, das kann doch nicht sein, das habe ich mir doch nicht selbst erschaffen, das geht doch nicht. So ist unbewusst, also noch eine Etage tiefer, in unserem Unbewussten sind Gummibänder, sind Viren, Programme, nenn es wie du es nennen möchtest, aktiv, die uns immer und immer wieder solche Situationen auf unterschiedlichste Art und Weise im Außen erschaffen lassen. Und dann gehen wir mit dem Kopf hin und versuchen, die irgendwie zu managen, zu handeln und denken, was ist da los? Solange diese unbewussten Muster, dieser Virus im wahrsten Sinne des Wortes, nicht gelöst wird, und er kann ganz schnell auf Fingerschnipp eigentlich gelöst werden, wenn man denn mal gemeinsam hinschaut und das löst, da muss man keine Rückführungen machen oder fünfmal Ohm singen oder Therapien machen oder so. Das kann ganz schnell gelöst werden, wenn man es denn einfach mal sich bewusst macht und wenn man auch mal die Hilfe da annimmt, weil diese unbewussten Sachen, die kriegt man halt leider einfach nicht selbst hin. Mit dem Unterbewusstsein, mit ein paar Glaubenssetzungen und Prägungen, die da hocken, da kann man auch ganz gut arbeiten und lösen, um da an den Kern ranzukommen. Aber was so tief im Unbewussten vergraben ist, da braucht es einfach Impulse von außen. Und da sind wir dann einfach so süß, dann schickt das Universum zum Beispiel einem jemanden, in dem Falle jetzt hier wie mich oder in anderen Fällen andere, die sich damit auch auskennen, die damit arbeiten. Und das Universum winkt mit dem Zaunfall, hey, schau hier mal hin. In einem Stündchen hast du das Thema gelöst und dann kann es weitergehen, dann kann sich alles im Außen verändern. Dann sind wir so töricht und sagen, nee, ich muss jetzt erst vom Kopf her die und die Situation klären und muss mir jetzt erstmal noch dieses Zeitfenster dafür schaffen und muss erst noch dies und jenes machen und dann kümmere ich mich um mich. Dann höre ich auf, die Botschaften der Seele zu ignorieren. Dann höre ich auf, die Botschaften meines Herzens zu ignorieren. Dann lausche ich auf mein Herz, erst dann, aber erst muss ich hier mit dem Kopf durch die Wand, so nach dem Motto. Du weißt, was ich dir damit sagen will. Das Spiel funktioniert so nicht oder nur sehr schwer, wenn überhaupt. Denn solange du, meine Liebe, die Botschaften deiner Seele, deines Herzens missachtest, und das machst du nicht bewusst und das machst du auch nicht extra, das hat uns ja nie jemand beigebracht, auf die leisen Botschaften unserer Seele, unseres Herzens zu lauschen, sonst wärst du nicht hier, sonst würdest du längst deinen Seelenplan leben, hättest deinen Seelenberuf kreiert, hättest dir schon längst das Leben deiner Träume kreiert, so wie du das eigentlich mal vorhattest, als du hierher gekommen bist. Das hat uns niemand beigebracht. Solange wir mit diesem, ich nenne es jetzt mal nochmal Virusprogramm, wie bei dem Computer, wie ich das eben als Beispiel metaphorisch gesprochen habe, um es dir ein bisschen näher zu bringen. Solange wir uns mit diesem Virusprogramm darum plagen, erschaffen wir uns im Außen immer und immer und immer wieder die gleichen und ähnliche Situationen. Solange erschaffen wir uns im Außen private Situationen, familiär, in der Partnerschaft, mit was auch immer, die Situation, wo wir denken, verdammt nochmal, ich will das nimmer. Solange erschaffen wir uns auch beruflich die Situationen, wo wir denken, warum verhält mein Chef sich jetzt mir gegenüber wieder so? Warum passiert mir das jetzt schon wieder? Warum wird jetzt die Kollegin befördert und ich strabbel mich hier ab und mich sieht keiner? Und. Und auch gesundheitlich. Warum habe ich jetzt schon wieder Magenschmerzen? Warum habe ich jetzt schon wieder Rückenschmerzen? Warum bricht jetzt schon wieder die Neurodermitis aus? Warum habe ich jetzt Asthma? Warum habe ich jetzt schon wieder eine Grippe? Die kann ich jetzt am wenigsten gebrauchen. Und. Solange das Virusprogramm aktiv ist und wir mit dem Kopf versuchen, da was zu regeln, solange funktioniert es nicht. Solange funktioniert es nicht. Und solange werden wir immer und immer wieder Schleife drehen. Und das Heftigste dabei ist, dass du
während du diese Schleifen drehst und eigentlich es dir leichter machen könntest, wenn du dieses Virus endlich mal löst und mal entdeckst, was hier in dir ist. Dass das Virus keinen Grund hat, mir irgendwo anzudocken. Dass die Seele keinen Grund hat, mir dir wieder weitere Botschaften zu schicken, dass du auf dem Holzweg unterwegs bist. Dass dein Herz keinen Grund hat, mehr dich durch irgendwelche Disharmonien und Symptome und Begebenheiten wachzurütteln. Solange drehen wir Schleifen. Und was da einfach geschieht, ist das wertvolle Lebenszeit, die niemand von uns, weder du noch ich, zurückdrehen können. Das ist vorbei. Was an Verletzungen und Kram und Stuss und Mist in der Kinderstube geschehen ist, das ist alles, wenn du möchtest, schnell lösbar. Davon kannst du dich ganz rasch trennen, mit einer Unterstützung natürlich, aber ohne lange Rückführung und. Du darfst einfach nur mal bereit sein, hier hinzuschauen und das haben wir ganz rasch gelöst. Aber du darfst es wollen und du hast immer die Wahl, dich weiter zu quälen, weiter dir unbewusst im Außen Situationen zu erschaffen, sei es auch Mangelsituationen im Hinblick auf Geld oder im Hinblick auf Gesundheit, im Hinblick auf Zufriedenheit im Job, im Hinblick auf eine erfüllte, glückliche Partnerschaft. Das Universum sagt immer, dein Wunsch ist mir Befehl und wird dir immer diese Situation schicken und du hast immer die Wahl. Und ja, es tut mir manchmal zwar in der Seele weh, wie auch eben in dem Gespräch, wo ich genau wüsste, was wir da alles in kurzer Zeit verändern und bewegen könnten, aber wir haben immer die Wahl, die vielen Botschaften, die wir seit Jahren bekommen, zu ignorieren und töricht weiterzumachen und haben dann auch die Wahl, wenn das Universum uns schon hat agieren lassen, zum Beispiel jetzt in einem Gespräch mit mir in dem Falle zu klären, wo es hakt und wo es eigentlich hingehen könnte. Auch dann haben wir die Wahl zu sagen, okay, dann mache ich mal jetzt unbewusst töricht so weiter wie bisher, oder ich treffe eine Entscheidung und ändere es jetzt endlich. Weil es hat ja seinen Grund, dass du hier bist, es hat seinen Grund, dass du dir diesen Beitrag hier anschaust, es hat seinen Grund, dass du hier in der Gruppe bist, dass du ausgerechnet hierher geführt wurdest. Aber du hast immer die Wahl. Das ist das, was wir als freien Willen bezeichnen. Wir haben einen freien Willen. Das Universum, das wohlwollende Universum schickt uns ständig Botschaften, wo wir korrigieren können, wo wir die Geschenke annehmen können, wo wir was verändern können in unserem Leben. Nur das geht hier auf dem Weg. Das geht nicht auf dem Weg, in dem wir auf unser süßes Köpfchen hören und mit dem Kopf da versuchen, Veränderungen herbeizuführen. Mit dem Kopf können wir uns im Außen immer nur, ja, die Lebenswirklichkeiten erschaffen, wo wir dann im Nachhinein sagen, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört, hätte ich doch nur auf meinem Herz gehört, wo wir dann nachher denken, ja, mal wieder eine Schleife gedreht. Ja, also. Hab den Mut, auf dein Herz zu lauschen. Geh raus aus dem Kopf, lausch hier auf dein Herz. Dein Herz belügt dich nicht, deine Seele betrügen dich nicht. Die wollen gesehen werden, die wollen gehört werden. Die wollen, dass du, meine Liebe, mein Lieber, endlich hier bei dir ankommst, deine Lebensaufgabe entdeckst, deinen Seelenplan entdeckst und aufhörst, das Wertvollste, was du hast, an dir vorbeiziehen zu lassen. Dein Leben. Und dass du endlich an deine Lieben das weitergibst, was du wirklich weitergeben möchtest. Und dass du endlich auch tagsüber die Dinge machst, die du wirklich machen willst, die dir Energie schenken, statt dir Energie rauben.
Das ist natürlich eine etwas langfristige Geschichte. Das geht nicht auf Fingerschnipp von jetzt auf gleich oder in einem Monat. Da gilt es natürlich, die Basis zu schaffen. Da gilt es natürlich, dir eine längerfristige Begleitung zu holen. Zum Beispiel in der Akademie. Ja. Okay, meine Liebe. Hab einen wunderbaren Tag. Ciao, ciao.